Jo Leute, herzlich willkommen zu dem Video. Heute fahren wir eine Runde Simson. Würde ich sagen. Ja, die stand jetzt lange Zeit in meinem Zimmer, habt ihr bestimmt gesehen. Jetzt gucken wir mal, ob die anspringt. Benzin dann auf. Zündung an. Gleich. Leider habe ich mein Mikrofon nicht dabei. Deswegen mal gucken, ob ich es nachsynchronisiere oder ob wir einfach eine Timelapse drauf machen. Ja, bis gleich. Ja Leute, wir sind jetzt unterwegs. Bei Simson hängt die Bremse irgendwie, keine Ahnung. Hier, Leute, ich kann den kaum schieben. Ah, ich habe keinen Bock, die Kupplung zu fliegen, deswegen schiebe ich die jetzt hier. Wenn hier so stockender Verkehr ist. Hier ist der Innovativ Racing mit seinem schönen Roller. Die Bremse hängt volle Möhre, Alter. Ja. Kriegt ja auch kaum angefahren. Was ein Trottel. So Leute, und jetzt geht's auch los. Ja, heutiges Thema, hatte ich mir immer so überlegt, ist die ja generell so ein Oldtimer fahren im Winter. Wie sieht das da aus? Jetzt meine Simson, die ist jetzt 41 Jahre alt. Ne, 40 Jahre alt, sorry, von 1981 ist sie. Nicht wundern, weil ich ja gerade im Hintergrund mache, ich will meine Kupplung schon. Deswegen schiebe ich die da ein bisschen, weil die hatte immer hin und wieder mal Probleme mit der Kupplung. Deswegen schone ich die da sehr, sehr krass. Also ich gucke, dass ich hier jetzt wirklich nicht überlaste und da nicht mit schleifender Kupplung die ganze Zeit losfahre. Weil Simson ist echt eine Zicke. Naja, darum soll es nicht gehen. Ist ja nur ein Spezialfall von mir. Egal, beachtet einfach erstmal nicht. Geht gleich vernünftig weiter. Auf jeden Fall, ja, was muss man da groß beachten? Oder was meine Meinung dazu zu so einem Oldtimer im Winterfahren? Ja, erste Möglichkeit ist, man fährt das Moped halt wirklich nur, wenn man weiß, es liegt kein Streusalz. Ich meine, kalte Temperaturen machen dem Moped ja im Prinzip jetzt nicht so aus. Das sind dem Moped ja relativ egal, ob das jetzt draußen 0 Grad ist oder ob da jetzt draußen 30 Grad sind. Da ist dem Moped eigentlich ziemlich egal. Der Problempunkt ist eigentlich einfach das Streusalz. So, und wenn ich weiß, okay, die letzten Tage wurde nicht gestreut, dann kann man natürlich problemlos mit dem Moped fahren. Trotzdem würde ich es nachher gut waschen. Das ist ganz wichtig, dass das Moped wirklich 100% gereinigt ist. Wenn ich dann mal im Salz fahre, weil ich keine andere Möglichkeit habe und wirklich mir dieses Moped gekauft habe, weil ich täglich fahren möchte oder den Oldtimer. Geht ja nicht nur ums Moped, sondern geht ja auch um vielleicht ein Oldtimer-Auto, zum Beispiel einen Käfer, wie ich habe. Ich habe ja einen Käfer. So, und wenn ich ihn mal fertig habe, muss ich mir auch überlegen, okay, hole ich mir einen Zweitwagen, beziehungsweise ich habe ja meinen Golf, dazu kommt aber im nächsten Mal ein Video. Na? Okay. Ja. Und da muss ich überlegen, mache ich das oder mache ich es nicht? Aber wenn ich das schon weiß, ich kann nicht anders, ich muss dieses Fahrzeug im Salz fahren, sollte man auf jeden Fall vorher hingehen, das Ding vernünftig versiegeln. Wirklich Hohlraumversiegelung, dann gucken, dass der Rahmen gut geschützt ist. Wirklich, ich würde sagen, dass, wer es richtig gut machen will, nach jeder Fahrt abends mal abwaschen. Weil gerade die Simson, ich nehme sie jetzt halt als Beispiel, weil sie halt hier in dem Video vorkommt, hat er sehr viele Chromteile. Da setzt ja der Flugrost drauf ab und das sieht dann einfach im Sommer nicht mehr schön aus. Deswegen, da ist Pflege wirklich das A und O. Konservierung, dann ist das meiner Meinung nach kein Problem, so ein altes Moped im Winter zu fahren oder so einen alten Oldtimer. Ich meine, das hat man vor zig Jahren auch noch gemacht. So, da gab es keine Roller oder sowas, da ist man Simson gefahren im Osten. Warum soll es heute nicht gehen? Klar, und sagen kommen die Leute, ja,
die Dinger sind mittlerweile wertvoller und es gibt weniger Ersatzteile und das und das und das. Aber die Technik hat sich auch weiterentwickelt. Wir haben bessere Konservierungen. Und ich meine, hätte das dem Moped so viel gemacht, wäre heute nichts mehr davon da. Da wären sie alle durchgerostet und lägen alle auf dem Schrott. Da wäre kein einziges mehr fast von da, sage ich mal. Ne? Und die Roller heutzutage werden ja auch im Alltag gefahren. Also ich sehe da kein Problem. Wüsste jetzt nicht, warum man da das Moped nicht fahren sollte. Dadurch, Wartung ist auch wichtig im Winter, dass man dann wirklich guckt, dass alles in Schuss bleibt, das nicht vernachlässigt. Ja, das ist halt eigentlich, was da so zu sagen gibt. Da gibt es halt wirklich auch nicht mehr zu sagen. Es ist halt wirklich, wenn man es fahren will, einfach vernünftig zu konservieren und zu pflegen im Winter. Wenn man natürlich jetzt sagt, okay, ich habe das Ding wirklich nur als Wertanlage, dann lass die Dinger stehen. Stell es in die Garage oder sonst wohin, wo sie gut stehen, und stell sie ab. Also, meine steht ja wie gesagt eigentlich hier bei mir im Zimmer. Es ist gerade so leer hier ohne die, das ist echt krass, weil sie steht gerade unten in der Garage, weil ich halt jetzt das Video mit der gedreht habe. Ich will noch ein weiteres damit drehen, deswegen ist sie halt momentan unten. Momentan kann ich es nicht drehen, weil ich bin auf dem Standpunkt, okay, ich fahre einfach nicht, wenn Salz liegt. Punkt. Und heute, es schneit bei uns mittlerweile, etc. Und da ist halt momentan aktuell nicht möglich, damit zu fahren. Sollte das jetzt so bleiben, dass wirklich die nächsten Tage nur gestreut wird, werde ich es sauber machen und dann kommt halt kein Video mit ihr. Das ist dann leider so. Weil dafür ist sie mir halt wirklich zu schade, weil ich liebe sie halt über alles. Auch wenn sie halt wirklich eine kleine Zicke ist und so gut wie nie läuft, habe ich sie gern. Ich möchte sie auch erhalten. Und irgendwann kommt doch mal der Tag, wo ich sie komplett mache. Wirklich von Grund auf. Klar, sie ist angeblich vom Vorbesitzer komplett revidiert worden, gemacht worden, etc. pp. Aber sie wurde anscheinend nicht vernünftig gemacht. Ist halt leider so. Was soll man machen? Man kauft etwas gebraucht, was 40 Jahre alt ist. Das ist halt einfach so. Das ist ein gebrauchter Gegenstand. Dann hat man halt mal einen Fehlkauf gemacht. Und sie jetzt zu verkaufen, wie eine neue Simson zu holen, macht ja auch keinen Sinn. Jetzt weiß ich halt gerade ihre Mängel, die ich habe. Und wenn ich mir jetzt hier ein neues Moped hole, das hat ja wieder Mängel. Das bringt ja auch nichts. Deswegen, sie fährt ja. Man sieht ja, ich kann damit fahren. Ich muss mich halt wirklich oft drum kümmern. Ich habe auch schon viel an Werkstattkosten reingeschickt. Ich versuche es mittlerweile selber zu machen. Und da muss man da halt mal ein paar Jahre Geld reinstecken. Momentan ist das Geld einfach dafür nicht da. Es ist einfach so. Und es ist auch der Punkt, so ein Moped muss ich auch irgendwie mal bewähren. Jetzt zum Beispiel meine Vespa. Da bin ich jetzt so viel gefahren die letzte Zeit. Die hat jetzt gerade ihren Lagerschaden bekommen. Vor ein paar Monaten. Ist dumm gelaufen, aber sie hat mich jetzt auch locker 6000 Kilometer oder sowas gefahren. Sie ist auch 30 Jahre alt. Ich weiß ja nicht, wie viel sie vorher gerannt hat. Deswegen völlig akzeptabel, dass sie jetzt mal was hat. Das verzeihe ich ihr auch. Und sie fährt trotzdem noch. Sie hat jetzt, wie gesagt, das Problem gehabt, dass sie mal kurz gar nicht lief, also sie irgendwie ausgegangen ist. Das lag aber halt wirklich rein am Gemisch. Und an der CDI. Und jetzt ist es wieder behoben, sie läuft wieder einwandfrei. Jetzt hat sie nur das Problem mit dem Lagerschaden. Fahrbar ist sie, kein Thema. Also ich könnte damit jetzt schon noch irgendwie fahren. Aber die Frage ist halt, wie lange. Und den Motor jetzt da dermaßen zu vergewaltigen, jetzt gerade ist eh Winter, macht keinen Sinn. Deswegen so Februar, Anfang der Saison wird sie gemacht, dass ich die wirklich habe als Zweirad. Weil ich habe sonst kein Zweirad mehr. Der City Star ist an meinen Vater gegangen, damit fahre ich nicht mehr. Die Simson läuft halt, wie gesagt, nicht so gut. Und dann habe ich noch die Vespa als Zweirad. Das ist einfach so. Als Alltagsfahrzeug fahre ich eine Eichsam. Ne? So. Und da ist halt auch wieder so die Sache. Lohnt sich das zu machen? Momentan, wie gesagt, die Simson hat sich echt nicht bewiesen. Bin echt nicht viel mit der gefahren. Hab da so viel reingeschickt, mir jetzt auch irgendwann mal gut. Deswegen, ja. Kommt halt hier in die Wohnung rein. Gut ist. Und im Sommer fahre ich ab und zu mit ihr, kümmere mich um sie. Die kriegt auch ihre Pflege, keine Sorge. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich mache da gar nichts dran an Wartung. Nein, das ist nicht so. Die kriegt jetzt nächstes Jahr ihr Getriebeöl, kriegt sie auf jeden Fall, weil ich einmal im Jahr neu mache. Die kriegt eine neue Zündkerze und Kupplung gucke ich nochmal nach.
wenn ich das Getriebeöl mache. Also ich kümmere mich da schon um Zündung einstellen. Aber ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt irgendwie wieder eine dicke Reparatur, wieder ein dickes Problem mit der Kupplung habe, dass ich sie sofort repariere in der Werkstatt. Wer es selber nicht hinbekomme. Das ist nicht möglich. Mache ich nicht. Ich habe dreimal ein Problem mit der Kupplung gehabt. Ich war dreimal in der Werkstatt. Es ist kein Fahrfehler. Die Kupplung ist nicht verbrannt oder sowas. Sondern die verstellt sich. Das Getriebe verstellt sich auch die ganze Zeit. Nur ich weiß mittlerweile, wie ich es einstelle. Deswegen habe ich damit kein Problem. Wenn das Getriebe sich verstellt, stelle ich es wieder neu ein und gut ist. Das Moped hat halt irgendwie da eine Macke. Da ist halt irgendwie da nicht vernünftig gebaut worden. Und das müsste halt alles mal regeneriert werden, sag ich mal. Und generell die Dreigang nervt mich. Also es macht auch nicht wirklich Spaß mit der Simson zu fahren, wenn man halt in die Eifel oder so fährt. So gerade Strecke, kein Problem. Aber sobald es bergauf geht, ist es halt, ja, nervig. Weil man kommt halt wirklich nicht hoch. So, das ist halt das Problem. Ja, was gibt sonst noch sozusagen? Ich wollte jetzt allgemein so ein Laber-Video machen, meine Meinung dazu teilen. Zu dem Winter-Dings. Und halt allgemein so ein bisschen mit euch labern. Was jetzt so dazu demnächst ansteht, was so an Videos ansteht, dass ihr euch so ein bisschen auch drauf vorbereiten könnt. Ich hasse immer so ein bisschen das Ungewisse. Ich lasse manche Videos ungewiss. Ja, okay. Ich tease sich vielleicht minimal an. Aber ich bin auch größtenteils offen zu euch. Und zwar habe ich jetzt am Wochenende geplant, hier den Roller, den ihr da rechts im Bild seht, den mal Probe zu fahren. Ich hatte ihn ja selber schon mal gehabt, wisst ihr ja. Den sieht man auch in meinem Intro, das war mein Nova Motors Energy gewesen. Und den will ich halt nochmal Probe fahren und halt, ja, allgemein was dazu erzählen. Der Roller gehört der Innovativ Racing, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da ist halt jetzt so ein Video, was auf dem Plan steht. Dann gucke ich, dass ich am Samstag, jetzt am, ich guck mal ganz kurz, das ist der 3. Dezember zur, ne Quatsch, der 4. September, Dezember, zur Essen Motorshow komme. Da fahren wir im Eixam dann hin, wenn wir fahren. Und ja, das Video wird wahrscheinlich kommen. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, würde ich sagen. Und dann wollte ich langsam mit ein paar Reactions anfangen. Weil geht mir wirklich momentan der Content aus. Motovlogs. Ist A, das Wetter zu kalt. Drittens, ich habe kein Moped dafür, womit ich halt einen Motovlog drehen kann. Es könnte halt, wie gesagt, einer mit der Simson noch kommen, das weiß ich nicht. Halt so richtig mit Mikrofon, Nachsynchronisation, so wie man es halt eigentlich kennt. Da ich mein Mikrofon zu diesem Motovlog da vergessen hatte, den ich da gedreht habe, muss ich das leider nachsynchronisieren. Ja. Und sonst sind halt eigentlich nicht so viele Sachen an Videos geplant. Schreibt mal in die Kommentare, was jetzt über den Winter so machen müssen. Oh, wollt. Also ich hatte halt so ein paar Reactions geplant, auch ein bisschen was Road Rage oder dass wir uns zusammen mal irgendwelche Sachen, Roller angucken oder vielleicht mal eBay Kleinanzeigen und uns zusammen mal angucken, was da so an Mopeds drin oder an Eixams drin ist. Ach, und dann kommt noch, wie gesagt, das Video zum Golf, was damit ist. Ja, das ist noch geplant. Ja, apropos Golf. Ich habe mich im Führerschein gemeldet, jetzt letzte Woche, Mittwoch. Habe jetzt Sehtest gemacht und sowas. Durch einen AM-Führerschein brauche ich ja keinen Erste-Hilfe-Kurs mehr zu machen. Aber halt Sehtest. Und ja, das geht jetzt langsam voran mit dem Autoführerschein. Und dann mal sehen, was die Zeit so mit sich bringt. Und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Macht's gut. Lasst gerne mal ein Abo da bei dem netten Innovativ Racing aka Maurice, der hier vorne im Bild fährt mit seinem Roller. Ist echt ein sympathischer Kerl und macht echt, echt gute Videos. Also viel qualitativer als bei mir, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ja. Bei ihm ist halt sehr, sehr zweiradlastig. Also der macht halt größtenteils Motovlogs und alles über Roller. Bei mir ist das so ein bisschen gemischt. Ist halt nicht nur einfach so zwei Reisen. Geht ja auch um vierrädrige Fahrzeuge wie Autos, ne? Oder auch mal um andere Dinge, je nachdem. Obwohl ich ja eher so technische Sachen,
mir jetzt zum Beispiel ein Review oder sowas auf meinem Niklaus Relive Channel Kanal hochlade und auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Macht es auf jeden Fall, lasst hier gerne ein Like und ein Abo da. Es wird wahrscheinlich auch die nächste Qualitätsverbesserung hier auf dem Kanal geben. Ich hoffe, das Intro gefällt euch schon mal. Da wird aber auch noch irgendwann mal ein besseres kommen. Aber ich bin gerade gucken, dass ich die Videoqualität verbessere. Die GoPro, womit ich die Motovlogs aufnehme, wird auf jeden Fall bleiben, weil ich bin mit der Qualität von der GoPro ehrlich gesagt zufrieden. Aber ich möchte halt meine Videoqualität, wenn ich jetzt zum Beispiel im Eixam sitze oder irgendwie was vom Eixam aufnehme oder generell etwas aufnehme, was halt gerade nicht mit der GoPro zu tun hat, möchte ich halt verbessern, weil die GoPro hat einen einen sehr, sehr schlechten Aufnahmesound von der Mikroqualität. Und um da jetzt ein Mikrofon anzuschließen, bräuchte ich einen Adapter. Der kostet 70 Euro. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Wenn ich jetzt so Motovlogs aufnehme, wo ich während der Fahrt reden kann, mache ich das so. Ich habe ein Mikrofon, das stecke ich ins Handy ein. Nehme den Sound über den Aufnahmerekorder vom Handy auf. Über das normale Diktiergerät, wie das auf dem Samsung heißt. Und setze das unter den Videosound. Damit ist das synchron. Natürlich muss es noch angepasst werden und sowas, aber damit ist es synchron. So nehme ich Sound auf. Hab dann gute Videoqualität von der GoPro, aber auch gute Sprachqualität. Jetzt gerade synchronisiert es ja von zu Hause vom Mikrofon aus nach, über die Funktion vom Schnittprogramm. Aber wenn ich halt so normale Aufnahmen am Handy mache, finde ich, dass mein Handy, Samsung Galaxy A51, die Qualität meiner Meinung nach nicht mehr für einen Kanal mit mittlerweile 220 oder sowas Abonnenten entspricht. Stand 29.11.2021. Der kann jetzt natürlich wieder wachsen oder schrumpfen, weiß man nicht. Aber ich finde, so langsam muss ich den Standard mal etwas anheben. Wir sind kein Kanal mehr mit 20, 30 Abonnenten, wo man halt wirklich mal schlechte Qualität haben kann. So wie es gerade ist. Ich bin mit der Qualität vom Kanal einfach nicht zufrieden. Auch, dass ich während der Fahrt irgendwie aufs Lenkrad filme oder so, das ist Blödsinn. Ganz ehrlich, ich hätte da schon gerne eine andere Qualität und den Qualitätsstandard werde ich auch anheben. Versuchen wir anzunehmen, wie gesagt, ich kann kein Geld scheißen, ich muss halt erstmal Sachen verkaufen, bevor ich mir ein neues Handy kaufen kann. Führerschein etc. Das kostet alles enorm Asche. Und ja, deswegen, wenn mein Handy weg ist, wenn es verkauft ist, kann ich mir ein neues holen und dann ist der Qualitätsstand auf dem Kanal etwas höher. Ich versuche jetzt auch beim Schnitt mehr Mühe zu geben, Intros etc. Ja, soweit dazu. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.